Last Christmas I gave you my heart, and the very next day I gave it away. This year I've taken from the... Hi! Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einer neuen Folge von Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Dougie LP. Hi. Ja, ich bin voll in Weihnachtsstimmung. Ich bin ein bisschen sad, dass hier... Was ist mit meinen Haaren los? Ich bin ein bisschen sad, dass es hier in Hogwarts leider noch nicht weihnachtet, weil offensichtlich haben sie nicht mitbekommen, dass Halloween ein paar Tage her ist und jetzt theoretisch alles sofort mit Weihnachtssachen ausgeschmückt sein müsste, wie im Supermarkt. Aber ja, offensichtlich ist Hogwarts Mystery kein Supermarkt, sondern ein Handygame, das scheiße ist und voll viel Geld kostet. Das ist ein Unterschied. Leute, ihr wisst genau, was euch jetzt blüht und was mir jetzt blüht und ich bin mega, mega aufgeregt, denn wir machen die Hauptstory weiter! Yay! Und da habe ich mega Bock drauf. Ich habe extra Energiepunkte gefarmt, weil ich kein Geld ausgeben wollte und ich hoffe mal, dass wir damit jetzt gut durchkommen. Ich bin gespannt. Aber ihr wisst es, beginnen tun wir natürlich immer mit einer Nebenaufgabe. Und deswegen machen wir jetzt weiter mit unserer Donnervogelaufgabe und zwar Aufgabe 7 von 10 in den Sturm fliegen. Let's go! Oha, alter Schwede! Was haben die denn da animiert? Holy shit, Hogwarts Mystery hatten ja heftig viel Kaffee am Start. Ich war ja schon letzte Woche so perplex, dass sie da so komische neue Aufgaben entwickelt haben. Und jetzt machen die hier sowas bei einer Nebenaufgabe. Ich glaube, ich habe mir gerade in die Hose gejizzelt. Bereit? Schließlich kommt es nicht jeden Tag vor, dass man in einen Sturm fliegt oder dass Hogwarts Mystery was Anständiges animiert. Das stimmt, Madame Blackbird. So bereit, wie man nur sein kann. Dann lass uns den Schildzauber zaubern und losfliegen. Okay, ich werde mein Bestes geben. Na gut, es laggt aber auch ein bisschen, muss man sagen. Die FPS-Zahl ist ausbaufähig. Aber ja, wollen wir jetzt mal nicht das Haar in der Suppe suchen, weil davon gibt es eh viele. Protego! Es ist eher ein Schutzschilddach als eine Schutzschildkugel. Okay, wir sind startklar. Konzentriere dich auf deinem Besen und bleib in meiner Nähe. Okay. Okay, ich bin bereit. Los geht's. Wow, okay, dann wollen wir mal, Leute. Wow, da haben sie einmal was anständig animiert und kommen hier direkt wieder mit einer 8-Stunden-Aufgabe. Ich glaube, die hassen mich. Let's go. So viel zum Thema. Ich will meine Energiepunkte sparen. Naja, wir sehen uns gleich wieder, Leute. So, Mission fast erfolgreich geschafft. Jetzt hier nochmal den Besen zusammenbleiben und nachsehen. Und damit haben wir die Aufgabe. Noch nicht ganz ehrlich. Nee, ich werde bestimmt... Ey, ich wollte nicht die 5 nehmen. Ich habe da hinten in die Ecke geklickt. Dummes Spiel. Zieht mir einfach Energiepunkte ab, die ich nicht abgeben wollte. Einsammeln. Was zum Geier? Holy shit. Frank, du bist es also wirklich. Kreisch! Ich verstehe das nicht. Aber das Geschöpf versteht dich. Vergiss nicht. Donnervögel sind sehr intelligent. Genau wie ihre Cousins, die Phönixe. Versuche, ihm eine einfache Ja-Nein-Frage zu stellen. Okay. Findest du, dass Penny und ich zusammengehören? Achso, Frank, spürst du eine Gefahr? Grrr! Es funktioniert. Das nehmen wir als ein Ja. Stell ihm noch mehr einfache Fragen. Mal sehen, was wir noch herausfinden können. Hast du die Stürme heraufbeschworen? Bist du in Gefahr? Ist noch jemand beteiligt? Ja, mich interessiert eigentlich nur, ob er auch in Gefahr ist. Bist du in Gefahr? Krrr! Ich verstehe. Und was ist mit uns oder der Schule? Sind wir auch in Gefahr? Kreisch! Also nicht? Das ist gut. Ja. Dann gibt es also wirklich eine größere Gefahr, die hinter der Sache steckt. Gute Arbeit, Mr. Granger. Ja, sehen Sie mal, ohne mich wäre das gar nichts geworden hier. Stell ihm noch mehr einfache Fragen. Mal sehen, was wir noch herausfinden können. Ja. Hast du diese Stürme erschaffen? Kreisch! Also nein? Der Donnervogel antwortet. Frank hat die... Hä? Ich dachte, Krrr heißt ja. Und Kreisch heißt dann ja eigentlich nein. Was heißt denn jetzt ja und nein? Was ist denn hier los? Ich verstehe gar nichts mehr. Mir gehen meine Haare auf und sag, ich werde mir eine Mütze anziehen. Yay. Ja, ich weiß, ich verstehe auch nichts, Leute.
Stell ihm noch mehr ein. Ich weiß, ja, ist noch jemand beteiligt. Bist du ganz allein? Ist noch jemand beteiligt? Krrr! Also ja oder nein oder nein oder ja? Das ist es. Scheinbar ist wirklich noch jemand beteiligt. Wer auch immer noch daran beteiligt ist, wir müssen herausfinden, was diese Personen oder dieses Geschöpf tut und was wir dagegen unternehmen können. Kannst du uns zur Quelle der Gefahr bringen, Frank? Frank? Hallo, hey, rede mit mir. Irgendetwas stimmt nicht. Ich glaube nicht, dass uns der Donnervogel wirklich vertraut, aber ich habe ihn schon auf Level 7 gebracht. Also, ja, ich finde, das ist ausreichend. Aber ich habe so viel Zeit mit Frank verbracht, genau, was ich gerade gesagt habe. Ich habe so viel Futter ausgegeben und Liebe und so weiter und so fort. Das stimmt, das Geschöpf kennt dich, aber mich kennt es nicht. Ich muss es irgendwie schaffen, sein Vertrauen zu gewinnen. Ja, dann würde ich sagen, geben sie einfach ihr Futter aus, dann muss ich mein Konto da nicht belasten und dann wird das schon was. Was ist mit ihrem Zauberstab? Besteht er nicht aus einer Donnervogelfeder? Natürlich! Hervorragende Idee, Mr. Granger! Wir zeigen ihm einfach meinen Zauberstab und zeigen ihm damit, dass wir einen anderen Donnervogel die Federn ausreißen. Das wird bestimmt ihn glücklich machen. Die Flex schon wieder mit ihrem Zauberstab, ich glaube es nicht. Kreisch! Es hat funktioniert. Sag mal, bin ich hier wirklich... Die kriegt ja gar nichts alleine gebacken. Was wäre denn, wenn ich nicht mitgekommen wäre? Die wäre ja schon lange tot. Was ist denn hier? Krähe! Ich glaube, er möchte, dass wir ihm folgen. Los, Mr. Granger. Lass uns herausfinden, wohin er uns führen möchte. Ja. Wow. Also ganz ehrlich, Leute, für diese Animation kriegt Hogwarts Mystery erstmal ein Wow der Woche, weil ich bin echt verblüfft. Das ist schon gerade bei einer Nebenaufgabe nicht ganz so häufig, genau. Also kam, glaube ich, noch nie vor, so, glaube ich, ja. Gut, Leute, dann machen wir in der nächsten Folge damit weiter. Ich habe jetzt leider gerade nicht gelesen, was die nächste Aufgabe wäre, deswegen gucken wir nochmal gerade eben. Dem Donnervogel folgen, zum Waldsee. Alles klar, ja, ich bin gespannt, was da passieren wird und was der eigentliche Grund dieser, ja, Misere ist, also was der Auslöser für den Sturm war und warum mein Donnervogel anscheinend in Gefahr ist. Mal schauen, wir werden es nächste Folge herausfinden. Aber was wir jetzt rausfinden, ist, wie es weiter mit der Hauptstory geht, denn ihr wisst ja vielleicht, in der letzten, also nicht in der letzten Folge, sondern in der letzten Folge, wo wir die Hauptquest gemacht haben, haben wir uns Olivia Greens Erinnerungen im Denkarium angesehen und haben dort herausgefunden, dass Rake Pig eine sehr, sehr große Schuld an den Ganzen trägt und vor allem Schuld daran war, dass ihre Erinnerungen gestohlen wurden. Sie wurden von ihr gestohlen. Jetzt bin ich gespannt, was das mit Olivia gemacht hat und deswegen, Leute, ohne lange Umschweife, ab dafür. So, da sind wir nun bei Olivia Green im Büro. Okay. Hallo Olivia, was geht bei Ihnen? Oh, Daniel, wie seltsam, dass du gerade in dem Moment ankommst, in dem ich an dich gedacht habe. Ist das eine Anmache? Ich wollte mit ihnen über die Erinnerungen sprechen, die wir uns gerade angesehen haben. Himmel, da schaut man sich eine gestohlene Erinnerung an und auf einmal wollen alle nur noch darüber reden. Nie will jemand mehr über die Komplexität des menschlichen Gehirns erfahren. Es geht immer nur um Erinnerungen. Sind Sie betrunken? Ich meine, Gespräch feinfühlig beginnen, verlangen über die Erinnerungen zu sprechen. Feinfühligkeit und Dougie, Feinfühligkeit und Daniel Granger? Nee. Ich bin nicht hier, um herumzulabern, Olivia. Ich möchte darüber reden, was in Dumbledores Büro passiert ist. Mist. Ich finde einfach niemanden, der etwas Geplänkel mit mir austauschen möchte. Es gibt bedeutend Wichtigeres als Geplänkel? Sind Sie gestört? Schwer ruht das Haupt des Sarkastischen und Schlagfertigen. Was ist mit der? Ich vermute, du möchtest jetzt sofort über die Erinnerungen reden, richtig? Nein, weil wir müssen safe noch irgendeine blöde 3- oder 8-Stunden-Aufgabe davor machen. Ja, allerdings... Was halten Sie von Ihnen? Du kommst wirklich immer direkt auf den Punkt, oder? Ja. Keinerlei Sinn für etwas Albernheit. Wenn du es unbedingt wissen willst, es war ziemlich schwer für mich, diese Erinnerungen anzusehen.
Ich wäre an mehreren Stellen beinahe gegangen, weil ich nicht mehr davon sehen wollte. Aber sie sind geblieben. Nein, ich habe daran gedacht, als du mir erzählt hast, dass dein Vater der Anführer von R ist. Und ich wusste, dass ich weiterzusehen musste, um deinet und um meinetwillen. Aber möglicherweise brauche ich deine Hilfe, wie jeder hier in Hogwarts Mystery. Ich weiß nicht so recht, wie diese Erinnerungen zusammenpassen. Ich wollte ihnen auch einige Fragen stellen. Lass uns die Erinnerungen noch einmal durchgehen. Vielleicht fällt uns irgendetwas auf. Ja, das hoffe ich doch. Bitte keine 8-Stunden-Aufgabe. Dankeschön, Spiel. Gut, dann wollen wir mal über diese Erinnerungen reden und sehen uns gleich wieder, weil das sind private Gespräche, Leute. So, und da sind wir wieder. Lerne nochmal eben und dann nochmal überlegen. Und damit ist diese wundervolle, kleine, aber feine Aufgabe erledigt. So, und nochmal ein paar Münzen und einsammeln. Ragpick hat ihre Erinnerungen gestohlen, weil sie den Plan von R belauscht hatten, Gedankenkontrolle einzusetzen? Mein Vater hat nie etwas von Gedankenkontrolle erwähnt. Warum sollte er? Er mag der Anführer von R sein, aber dein Vater ist nicht dumm. Sein Gehirn ist bestimmt faszinierend. Ich frage mich... Na, tut mir leid. Ich schweife gerne ab, wenn es um das Gehirn geht. Ich meinte nur, dass er nichts damit zu gewinnen hat, wenn er dir von seinem Plan erzählt, Gedankenkontrolle einzusetzen. Gedankenkontrolle? Bei wem könnte er Gedankenkontrolle eingesetzt haben, hä? Vielleicht bei meinem Bruder, der plötzlich voll geil auf ihn generell ist und letztens so voll hyped auf die ganze Geschichte war, so ganz plötzlich und unerwartet. Ein Schelm, wer Böses denkt. Apropos mein Vater, ich muss sofort mit ihm sprechen. Ich muss ihn nach dem Plan fragen, Gedankenkontrolle einzusetzen, um korrupte Ministeriumsbeamte loszuwerden. Okay, ja, ich bin gespannt, Leute. Also Gedankenkontrolle ist jetzt anscheinend das große Thema. Vater zur Rede stellen. Du möchtest dich mit mir treffen? Ich gebe dir Bescheid, sobald ich Zeit für dich habe. Ich bin dein Sohn. Du solltest dir sofort Zeit für mich nehmen, du gemeiner Kerl. Naja, Leute, okay. Da müssen wir uns leider da wohl noch etwas gedulden. Und zwar bis zur nächsten Folge. Denn dann werden wir das Ganze weiterspielen. Und ich bin schon mega, mega gespannt, wo Kapitel 46 von Jahr 7 noch hinsteuern wird. Und was wir im Laufe des Kapitels noch herausfinden werden. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann würde mich das riesig freuen. Und vor allem würde ich mich auch über einen Daumen nach oben auf meinem Daumen nach oben Symbol freuen. Das würde mich sehr freuen, genau. Dass mich das freut, habt ihr verstanden, oder? Okay, aber auch freuen würde mich ein Abo auf meinem Logo hier an der Seite. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Macht's gut und ciao zusammen!